Es ist soweit. Wir sind hier. Noch nicht am Ende des Let's Plays, aber am Ende der Pokémon-Liga. So, ja, willkommen zurück zu Pokémon X. Wir sind hier vor dem Champ, also wir haben ihn noch nicht ganz gesehen, wir wissen ja nicht, wer es ist. Aber wir müssen uns da entscheiden, welches Pokémon wir an den Start schicken. Und wir entscheiden uns für Despotar. Du darfst gleich deine Stärke unter Beweis stellen. Hast du verstanden? Gut. So. Jetzt kommt die Stunde oder vielleicht die 10 Minuten der Wahrheit, indem wir den Champ zeigen werden, wer der Champ ist. Moment mal, das ist ja Diantha. Ja, willkommen. Ich bin Diantha, der Champ der Kalos-Region. Warte mal, dich kenne ich doch. Wir sind uns in Illumina und Tempera bereits begegnet, nicht wahr? Du und dein Pokémon-Team, ihr habt Team Flair das Handwerk gelegt, wenn ich mich nicht irre. Dann bist du sicher auch der junge Trainer, von dem Professor Platan so schwärmt. Vielen Dank. Du und dein Team, ihr habt uns alle gerettet. Ihr müsst wirklich sehr talentiert sein. Ich freue mich schon sehr darauf, euch im Kampf glänzen zu sehen. Ich auch. Komm her. Mal sehen, wie die Musik so ist. Versus Diantha, Champ der Pokémon-Liga. Okay. Resladero. Oh mein Gott. Nee, ich mag dieses Pokémon nicht. Oh oh. Kampfflug. Steinhagel wäre nicht schlecht gegen dieses Pokémon, ganz ehrlich gesagt. Aber das haben wir leider nicht. Wir haben Donner. Ja, wir haben Donner. Ja, ja. Aber... wisst ihr was? Donner geht ständig daneben. Ah, wir haben noch etwas Besseres als Donner, und zwar Steinkante, aber der ist schneller. Oh, oh. Ach du, ja, es gibt ja gar nicht viel Schaden. Ja, nimm das, Resadero. Ha, lol. Alter, ist das stark. Naja, sehr schön, sehr schön. So, wen... Viscogon, ein Drachen-Pokémon? Moment, komm. Wir machen das spannend. Wir dürfen nur wechseln, wenn entweder unser Pokémon tot ist oder wenn einfach so, mitten im Kampf. Aber nicht, nachdem wir einen Gegner besiegt haben. Scheiße, die wandern. Was war denn das für eine Attacke? Boah. Hier, nimm Steinkante, friss das. Ach du heilige Arenfolter. Scheiße, die wandern, ist das stark. 7700 Erfahrungspunkte, alter Schwede. Okay, Despotar, du bist stark. Das ist so. Ein Monargoras. Okay, wir dürfen nicht wechseln, wie ich es gesagt habe. Leider, leider. Aber wie jetzt dürfen wir wechseln? Wir wollen es ja schließlich spannend haben, ne? Also setzen wir gegen ihn. Ne, nicht unser Littlefoot, denn der andere wird ja jetzt einen Vorteil haben, da wir jetzt wechseln. Also. Los, Frosch, du bist dran. Zeig ihm, was du kannst. Ach du heilige Scheiße. Ja, okay. Der fliegt genauso viel Schaden. Aua. Wir sollten schneller sein und der Surfer... Nee, ist ein bisschen riskant, nur Surfer einsetzen. Hoffen wir einfach, dass es reicht. Ja, sehr schön. Okay, die drei Pokémon werden mal tot. Oh, Despotar hält 5000 Erfahrungspunkte. Ach du heilige. Navi erreicht Level 74. Und der Sandsturm legt sich. Und jetzt kommt ein Amagarga. Was zum Teufel ist das? Wir dürfen nicht wechseln. Das darf ich nicht vergessen. Ach so. Ja, cool. Ja, das ist aber... ja, muss ja nicht unbedingt ein Drachen-Pokémon sein. Wir setzen dagegen unser Goku ein. Frosch, komm zurück. Du hast genug gekämpft. Goku... du bist dran. Zeig, was du kannst. Ha! Sehr schön. Sehr schön. Der andere macht Donner und wir weichen gezielt aus. Ja, was setzen wir gegen ihn ein? Ist er schließlich Eisstein? Ja, komm, setzen wir einfach mal Inferno ein und hoffen, dass es verbrennt. Tönt hart, aber die wollen es eben so. Die Mega-Verwandlung! Ha! Gut, wir sind auch schneller, aber wir failen die Attacke leider. Naja, gut, wir haben sie einmal gefailt, das passiert nicht noch einmal, denn wir setzen nun einfach Hitzewelle ein. Nimm das.
Komm. Ja, okay, die Verteidigung von dem wird jetzt relativ hoch sein. Setzen wir eben noch einmal Inferno ein. Und zum Glück treffen wir. Dusch. Wuff. Oh, shit. Ah, nee, ist ja nur normal. Ich dachte, meiner ist... Ach, komm, das ist nicht fair. Ich dachte zuerst, meiner ist Drache Flug und dann wäre es ja vierfach sehr effektiv gewesen, aber ist es ja nicht. Gut. Taust du auf, oder nicht? Nee, schade. Ach, Mann, das setzt Top-Genesung ein. Das ist unfair. Ah, Glurak. Goku, Entschuldigung. Komm da raus, bitte. Immer noch, hätten wir als doch einen Eisheiler reinsetzen sollen. Autsch. Nee. Du kommst jetzt da raus, oder auch nicht. Wie kann ein Pokémon, das eingefroren ist... Aber willst du mich eigentlich verarschen, oder was? Ey, das glaubt man ja nicht. Okay, in Zukunft werde ich einfach den Eisheiler reinsetzen. Weil meistens habe ich das Gefühl, dass wenn jemand eingefroren ist, es noch ein, das nicht lange dauert, bis es wieder aufgetaut ist. Aber hier dauert es jetzt 4 Jahre lang. Nee, 4 Runden. Trotzdem, Mann. Mann, ey. Hier steht dummes Viech da. Amargargarabara. Oder wie auch immer. Lichtschild erhöht die Verteidigung oder Spezialattacken, ja. Ja, komm, egal. Vielleicht reicht es ja trotzdem. Ja, verdammt. Und jetzt heilt er eh noch einmal. Aua. Da er noch einmal heilt, setzen wir Gedankengut ein. Obwohl, nee, eigentlich völlig behindert, was ich da gerade gemacht habe. Anstatt Gedankengut hätte ich da Mondgewalt einsetzen können und da wir schneller sind, gleich noch einmal Mondgewalt und dann wäre er ja auch tot gewesen, aber... Naja, die Spezialverteidigung steigt ja auch an, also schlecht ist es nicht. Das heißt, gegen seinen Blizzard oder Donner oder was auch immer der einsetzen wird. Ach, der setzt nur seinen Reflektor und Lichtschild ein die ganze Zeit. Aber das nützt ihm eh nichts, da wir damit Spezialangriffen angreifen. Also der Reflektor nützt ihm nichts, wollte ich meinen, damit sagen. Wie auch immer. Ja, Donner, das gibt eh nicht viel Damage, glaubt mir. Höchstens ein Volltreffer, aber nicht mal dann. Eben, seht ihr. Ich hab's euch gesagt. Unser Felinara ist zu tankig für ihn. So. Stirb, Amagaga! Pumpkin! Das ist das Geist. Pokémon. Gegen Geist setzen wir Littlefoot, du bist dran. Ha. Mal sehen, wie du gegen mein Littlefoot standhalten willst. Level 73 und es dauert nicht mehr lange und er ist Level 74. Ja, aber die Gegner, das sind relativ schwach, muss ich schon sagen. Nee, das kann ich so nicht sagen. Wir sind einfach zu overleveled. Weil offscreen habe ich einfach zu viel gelevelt. Das ist einfach so. Oh, verwandle uns nicht schon wieder in ein Geist-Pokémon. Gänsehaut. Naja. Ja, setzen wir da mal Drachenklaue ein und hoffen, dass es reichen wird. Ja. Gut, der hat noch ein Pokémon übrig. Oder die hat noch ein Pokémon übrig. Mal sehen, welches es sein wird. Littlefoot erreicht Level 74. Und was ist jetzt das, ne? Ja, was ist das nächste, will ich wissen? Gardevoir. Will ich das Pokémon wässern? Ja, natürlich. Aber ich hab doch gesagt, ich darf nicht. Okay, dann wässern wir immer noch. Hallihallo, Gardevoir. Knieschür ist das perfekte gegen ihn. Megalion, was? Oh, Mega-Entwicklung. Okay, aber wie gesagt, die Mega-Entwicklung von Gardevoir sieht scheiße aus. Aber unser Littlefoot stirbt vielleicht. Oh, yeah, sehr gut gemacht. Nimm das, Gardevoir.
Was? Ah ja, stimmt. Oh, wow, fast gewonnen, hinter der Alte. Fast. Fast. Naja, unser Baby Fettsau darf da aber auch noch ein wenig in den Kampf rein da. Damit jedes Pokémon gekämpft hat. Ah, da hat immer noch ein Top-Genesung. Scheiße. Naja. Leider gibt es keine Mega-Entwicklung für Relaxo. Das wäre noch cool. Kampf, nee, Kampf ist nicht sehr effektiv, aber Toxin, das ist sogar sehr, also ich meine, Gift allgemein wäre sehr effektiv eigentlich. Aua. Das heißt, Toxin geht und hat nicht keine Wirkung. Mir gefällt die Musik irgendwie nicht so sehr wie die von anderen Editionen, ganz ehrlich gesagt. Ist mir zu mädchenhaft, sag ich mal. Naja, aua. Ah, Relaxo, Stärke! Vergewaltige das Gardevoir. Sehr schön, sehr schön. Gut. Dann hätten wir nun also den Champ besiegt. Und wir sind der neue Champ. Beim Anblick von Menschen und Pokémon solch edlen Gemüts lacht mein Herz. Wir haben 32.000 Pokédollars gewonnen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Ich bin so gerührt, ich kann meine Gefühle gerade kaum in Worte fassen. Ich bin ja so froh, dass ich es bis zum Champ geschafft habe und diesen Kampf erleben durfte. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid einfach grandios. Jetzt verstehe ich, wieso Platan sich in Illumina City so ins Zeug gelegt hat, um dir, dem neuen Champ, eine Freude zu bereiten. Aber darf ich dich jetzt erstmal bitten, mit mir zu, mir kurz zu folgen? Ja, das können wir machen. Wo? Achso, nee, nicht wo. Das bringt uns natürlich in die Ruhmeshalle. Wie in jedem Pokémon-Spiel werden unsere Pokémon und ich selbst in dem System da eingetragen. Mal sehen, wie sie das gemacht haben. Dieser feierliche Ort wird die Ruhmeshalle genannt. Hier werden die Namen all jener Pokémon und Trainer verewigt, die ihr Können in der Pokémon-Liga unter Beweis gestellt haben. Düm, 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 düm. Düm, düm, düm. Chrome, deine Zuneigung zu deinem Pokémon-Team, und die Art und Weise, mit der dieses Team im Kampf alles für dich gegeben hat, werden von dieser Maschine für die Nachwelt festgehalten. Also, Chrome, die Pokébälle bitte da rein. Und der komische Pokéball da ganz außen links ist das Despotar, falls ihr euch fragt. Ja, die Ruhmeshalle. Glückwunsch zum Einzug in die Ruhmeshalle, Despotar, Level 76, Glurak, Level 76, Quajutsu, Level 75, Relaxo, Level 71, Felinara, Level 74 und Little Monagoras, Level 74. Glückwunsch, du bist der Champ der Pokémon-Liga. Sehr schön, sehr schön. Ja, das Relax ist ja mega klein irgendwie. Naja. Geht das? Ne, wir haben B gedrückt. Okay. Einige Tage später strömten die Leute in Scharen nach Illumina City, um die Rettung der Kalos-Region und den neuen Champ zu feiern. Ha. Okay. Lol. Ja, wo ist Serena? Ah, da ist sie. Es ist überwältigend, wie viele Leute gekommen sind, um euch zu feiern. Ja, das ist wirklich spannend irgendwie. Hier, das Kalos-Emblem. Das ist deine Belohnung dafür, dass du der neue Champ bist. Ihr seid einfach die Besten. Das weiß ich doch. Im Namen aller Bewohner von Kalos möchte ich euch meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Vielen, vielen Dank. Was haben denn meine Freunde gemacht? Also, ja, Serena hat mir vielleicht ein bisschen geholfen. Oh. Lol. Der Typ macht mir Angst. Nee, jetzt im Ernst. Tritt gegen mich an.
Okay. Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt, ein Trainer zu sein. Lol, gibt das jetzt gleich ein... Ah ja. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Aced. Der hat nur drei Pokémon. Quartal. Level ist... Moment mal, sind meine Pokémon geheilt, hoffe ich. Ja. Ja, Level 60. Der ist ja gar nicht stark. Ich dachte jetzt, der wäre unheimlich stark. Aber, ja, sieht ja nicht so aus. Naja. Nimm das, Kurtel! Wen setzen wir gegen ihn ein? Frosch. Frosch, du bist dran! Zeig dem Golgantes, was du kannst. Los! Ah, auch Level 60. Ich habe jetzt gehofft, dass er irgendwie Level 70 ist und der nächste wäre irgendwie Level... Was weiß ich? Level 80, Level 100. Auch den hätten wir besiegt. Boof! Hier ist kein Platz für dich, Aced. Oder AZ, wie auch immer. Autsch. Moment mal, ich brauche mir gar keine Erfahrungspunkte. Ja, wieso wechsle ich dann das Pokémon? Hätte ich ja gerade so gut lassen können. Mann! Schade. Naja. Lol. Ah ja, ich muss ja aufladen. Kein Wunder, konnte der jetzt da eine Attacke machen, ohne dass ich etwas mache. Aber der wird jetzt gleich meinen Zorn spüren. Hier, stirb. Schade. Er hat das überlebt. Ja, komm, was nutzt dir das? Du wirst jetzt eh gleich sterben. Noch einmal Surfer und du bist weg. Und wieso wird er nicht vom Sandsturm getroffen? Der ist ja doch Psychoflug oder so. Und Psycho-Pokémon sollten doch eigentlich vom Sandsturm getroffen werden. Naja. Komische Sache, aber... Von mir aus. Hm. Der lacht ja. Okay. Danke für diesen Kampf. Es ist mir endlich gelungen, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Dass ich, das die ultimative Waffe schuf und ein Leben voller Leid führte, gibt es nicht mehr. Was ist jetzt los? Ach so, es kommt sein Pokémon zurück. Lol, ist das shiny? Das sieht shiny aus. Ich glaube nicht, dass die anderen schwarze Blätter hatten, oben. Und das ist ja extrem klein, Alter. Okay, er ist auch extrem groß, aber trotzdem. Flöte. Endlich, nach 3000 Jahren. Wie kannst du denn so lange leben, wenn ich so blöde fragen darf? Diesen Augenblick hat sein Pokémon all die Jahre über herbeigesehnt. Den Augenblick, da er wieder der Mensch wird, den es einst in sein Herz geschlossen hatte. Lol. Epic. Und ja, können wir das nicht überspringen da? Komm schon, Start drücken. Nee, das geht nicht. Ja, was machen wir jetzt? Ja, dann würde ich mal einfach sagen, wir beenden den Part hier, denn die Credits müsst ihr ja nicht sehen. Ich werde es ja... Ja doch, ich werde es schon ansehen, also... Vielleicht kommt da nicht irgendetwas in den Hintergrund, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das mal wieder für den Part und ja, ihr denkt jetzt wohl, es ist fertig, aber nee, da habt ihr euch geschnitten, es tut mir leid.
Denn im nächsten Part werden wir Zigarre fangen gehen. Und im übernächsten Part, oder vielleicht noch zwei, drei Parts dazwischen, ich weiß es nicht, kommt das Mewtwo dran. Aber bis zum nächsten Part müsst ihr auch noch ein bisschen gedulden. Wir sehen uns dann.